Wenn du das Schloss erreichst, musst du schnell sein. Die erste Herausforderung besteht darin, die Liste zu finden, die größere Herausforderung darin, die Liste zu überbringen. Ich denke, es ist klar, dass du unauffällig vorgehen musst. Du hast fast keine Chance, auch wenn du nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Hallöche Popöse! Es wird wieder Zeit, liebe Ladies und Gentle People, für eine weitere Folge No Man Lives Forever 1 mit mir, dem Daniel. Und mir, dem Sebastian. Hi! Die letzte Folge ist beendet worden mit der Missionsbeschreibung, deshalb habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt gesagt worden war. Ich glaube, wir sind hier... Wir sind da angekommen wahrscheinlich. Mit der Seilbahn gefahren und sind jetzt hier in irgendeinem... Oder irgendeinem... Mach den mal Schalldämpfer, okay. Mach den mal nieder. Ja, ich guck mal eben kurz auf den... Niedermachen. Ja, toll. Okay. Hat gut geklappt. Ja, da geht's mal lang. Mach nieder. Das war super. Das war sehr agentenlike. Es kommt davon, wenn man zu viel labert. Ja. Am nächsten Freitag gehören sie der mechanischen Sabotagedivision in Nordeuropa an. Bitte geben sie ihre Waffe vor ihrer Abreise ab. Aha, okay. Alles klar. E schließt das auch, glaube ich. Achso. Mal hier lang. Ich glaube, wir können auch gleich irgendwie runter. Ja, das Treppenhaus. Ja. Wie kommt man darauf, da so eine Stahlwendeltreppe so einzubauen in diesen alten Gemäuern? Na gut, besser als eine Steintreppe nochmal neu zu bauen, aber trotzdem. Ja, ich glaube, jetzt können wir da noch einmal in die Anlage rein. Das ist ein Klo, ich gehe da mal zum Rest rein. Genau. Oh. Aha! Franz! Mutter kann nicht fassen, dass du abgehauen bist und jetzt dieser Harmfirma angehörst. Was soll das überhaupt bedeuten? Du wärst besser am Zirkus... Zum Zirkus gegangen. Du weißt, dass Mutter Affen liebt. Schreib mal. Grüß deine Schwester Becky. Ey, unglaublich. Ey. Es vergeht keine Folge, wo wir uns nicht verlesen oder versprechen bei diesen komischen Texten. Bei dieser Font, ne? Ja. Aha, sitzt fest. Aber das finde ich immer noch ganz cool, dass es das schon gab damals. Ja. Okay. Dann gehen wir rein. Schuhe auf dem Regal. Gut, dann gucken wir nochmal unten, ob da irgendwie was liegt. Oder kannst du den Hebel sogar betätigen? Da gehen wir gleich rein. Da gehen wir gleich rein, ja. Ne. Gucken wir, ob hier. Vorsicht! Ich bin sehr zu mir. Ah ja, eigentlich müsste noch Alarm ausgelöst worden sein, weil eine. Oder zumindest müsste jemand angekommen sein, um zu gucken, weil hier eine Gondel angekommen ist. Ja. Und zwar schon lange davor eigentlich. Weil ja die Maschinen rotieren. Die rotieren, glaube ich, die immer. Die Seile rotieren ja nicht, sondern die Motoren hangeln sich daran hoch, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Okay. F6 war speichern, ne? Oder war 5? Ich glaube, F6. Ja. Oh, schon wieder so lange her. Okay. Ist extrem lange her wieder. Da ist einer. Oh, das war ja fast perfekt. Fast perfekt. Dann ist auch okay, wenn du die Wunder... Was mir auch aufgefallen sind, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen gehabt, wir werden hier mega mit Agenten-Gadgets ausgestattet. Jetzt momentan haben wir wahrscheinlich nicht viele, aber wir benutzen die nie. Ja. Wir benutzen meistens die Pistole, weil es... am leisesten ist. Und es ist auch irgendwie am effektivsten, ohne dass man groß Zeit verschwendet. Okay, gehen wir nach links. Ja, warte. Okay. Hast du das da gehört? Du musst höher schießen. Okay, das war jetzt nicht mehr so agentenmäßig. Ich will erstmal drin bleiben.
Ja, lass die Tür aber offen, damit wir erkennen, dass wir da zumindest mal durchgegangen sind. Genau, gehen wir erstmal innen rum. Da geht's hoch, okay. Jetzt sind wir schon in diesem Schloss drin. Okay, das ist jetzt keine einzelne... Da oben ist hier ein Mechaniker. Können wir den kaputt machen? Na, achso, der war oben, ne? Das heißt... Du kannst nur nach oben gehen, wenn du hochgehst. Ja, ich hab... Da ist ein Loch gewesen. Ah, okay. Ah, da kannst du den auch direkt abnieben. Du hast ganz kurz vorm Schießen ein bisschen nach links gerückt. Du bist fast daneben gegangen. Ja, okay. Dann haben wir den schon mal weg. Was auch immer das uns jetzt bringt. Ah, hier, der Aufzug. Können wir da hoch? Ich hoffe. Moment. Betätige ihn mal. Der sieht aber, der hört sich schon kaputt an. Enthält einen kaum getragenen Kilt mit den Initialen TMK. Also ein Schotte? Ja, der Schotte hat. Ne, Armstrong ist es nicht. Ah, ne, Armstrong heißt er. Ich dachte jetzt irgendwie Timothy. Aber stimmt gar nicht. Okay, da kann sein, dass wir da hoch müssen mit dem Aufzug. Oder vielleicht dann gehe ich erst noch nicht die Tür. Also doch, rein. Die Tür führt auch ins Freie. Ich wollte gerade sagen, rein locationmäßig müsste es da nach draußen gehen. Ah, da geht's wieder runter, okay. Das ist die große Tür, die wahrscheinlich verschlossen ist, okay. Ist irgendwas hinter dir? Okay. Warte, guck noch mal bitte hoch, die Wand hoch. Okay. Okay, alles klar. Dann gehen wir... Erstmal raus. Geh erstmal raus, nochmal. Wir arbeiten uns jetzt mal erstmal am Balkon lang. Genau, hier müsste diese Treppe hinter sein. Kannst du die Treppe hoch? Das weiß ich nicht. Ich würde gerne noch mal in die Halle. Da war nämlich noch ein dritter Gang, glaube ich. Ja, wo war das? Rechts rum oder was? Hier rechts. Ach so. Ja, da war, glaube ich, die Treppe, die ins Licht. Hier dieses. Das da. Ja, da. Und hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Aber da geht's runter. Okay, alles klar. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist da über die Treppe hoch. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Und wir können wahrscheinlich irgendwie dann wieder da runter, wo wir gerade hoch können. Mhm. Oh ne, hier geht's nicht rein. Hier geht's nicht lang. Das heißt, wir müssen... Warte, es gab da noch irgendwie so ein Turm. Nee, warte, da war nur diese Wand. Warte. Okay. Geh mal raus und nach links. Gibt es irgendwie am Ende des Ganges noch eine Tür? Da ging es auf jeden Fall hoch. Gibt es eine Möglichkeit? Okay, wir müssen irgendwie da wahrscheinlich rauskommen. Dann können wir hier drüber... Warte, geht das da irgendwie lang? Geh mal wieder raus kurz. Geht's in die Überdachung, also über die Überdachung die Treppe hoch? Gibt es da irgendwie einen Eingang wieder? Ein Fenster. Ja, vielleicht. Okay. Okay. Geh mal da die Leiter hoch. Hier, waren wir noch. Die haben wir völlig übersehen. Ja, da ist noch eine Schutzweste, die wir nicht brauchen. Das war super versteckt. Alles muss raus. Geschäftsaufgabe von The Mooncalf. Okay, beginnt nächsten Dienstag in Paris. Bomben, Büroausstattungen, benutzte Rüstung und vieles, vieles mehr. Also sie schließen irgendeinen Laden. Da geht's sogar noch höher, okay. Guck aber erstmal, gab es da jetzt irgendwie was auf dem Stockwerk? Nein, ist nur so ein Zwischending, okay. Guck mal an die Wände. Upsi. Hä? Da! Aha. Ah, das ist das Loch. Okay. Wunderbar. Lad doch gleich mal wieder nach, ob die neuen Schüsse eigentlich okay sind. Ich hab, glaube ich, vorhin... Okay. Das weiß ich jetzt gar nicht. Boah, okay. Da ist sie von der Kante gerutscht. Ich will gucken, ob es da nicht euch gibt. Nee. Schieß auf. Nein, hier sind... Achso, ja gut. Ja. Ach nee, das sind die guten Schlüssel, oder? Muss man die zweimal anschließen? Na, keine Ahnung.
Wir haben noch irgendwie so eine... guck mal gerade kurz, was war das Grüne für ein Serum? Nur was da für ein Text steht. Moment. Säuregas. Okay. Achso. Also, können wir ja mal irgendwie mal auf so ein Massending anwenden, wenn da mehrere stehen und wir mal uns selber vernichten wollen. Okay. Guck erst mal rechts. Da liegt auf jeden Fall ein Brief unter dem Schrank. Da war der Techniker. Da war der Techniker, alles klar. Jetzt war funktioniert der wahrscheinlich wieder. Ja? Gucken wir aber erstmal hier oben wieder alles. Geheime Wand. Dark Souls mäßig einmal anhauen. Ja, nimm doch mal den Brief mit. Ach so, okay. Stellenausschreibung. Reisen Sie um die Welt. Top-Geheimdienstorganisation sucht motivierte Personen für Managementpositionen. Aktienbeteiligung und hohe Jahresgehälter. Oh, wählen Sie so noch heute. Niveau, wenn wir lesen. 0800 haben. Ich dachte irgendwie Aktivierung und dann bin ich darauf eingegangen. Ah, hier geht's wieder runter, wo wir vorhin. Hier ist die Stelle, okay. Das heißt, es schließt sich hier wunderbar. Ja, dann gehen wir hier runter. Ich weiß nicht, ich gehe dann die vermeintliche Treppe hier runter, wegen 4 Meter Sturz. Wie ist der eigentlich da hochgekommen? Durch den Aufzug und dann hat er ihn abgestellt. So. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wir fahren runter. Gibt's hier kein Geräusch? Wo ist die Tür? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Hinter dir. Es geht total in den Berg rein, ne? Okay, hier kannst du natürlich noch irgendwelche Unterlagen sehen. Das sieht, das speichern wir ab. Das sieht aus wie wieder nicht öffnenbar. Ja. Hallo! Okay. Gehen wir mal links weiter. Da! Hast du es nicht gesehen? Zieh genau hin! Der Assassinenorden, siehst du es? Das Symbol. Aber da ist Bücher hinter dir, einfach so eine Wand. Natürlich. Ich finde das gerade total leicht gruselig sogar mit diesen die Geräuschen und so. Ne? Ja. Also ist jetzt nichts sonderlich Extremes, aber... Okay, es geht wieder ins Freie. Um jede Ecke lauert der Tod. Ja komm, geh mal ein bisschen mutiger. Oh. Hat sich ja voll gelohnt, dass wir total geheimnisvoll vorgegangen sind. Vielleicht sollten wir sie über eine Klippe werfen. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, aber ich dachte... So, hast du, ja? Ja, ich denke, es ist eine schlechte Idee, sie am Leben zu lassen. Tatsächlich? Weißt du, in diesen Spionengeschichten kommt der Held immer ungeschoren davon. Ich denke, das wäre ein netter Präzedenzfall, oder? Sicher, das ist alles nur Film, macht mich aber trotzdem nervös. Schau sie dir an. Bitte? Ich sagte, schau sie dir an. Möchtest du sie umbringen? Ich möchte nicht, aber es ist nötig. Nötig, ja? Verzeihung, aber ich finde, du hörst dich ziemlich moralisch an für jemanden, der seinen Lebensunterhalt als Krimineller verdient. Wir haben bereits tausende Menschen umgebracht. Was macht da ein Leben? Nicht ich habe sie getötet. Aber du arbeitest für die Organisation, die das tut. Bist du da nicht automatisch inbegriffen? Sie haben mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Das vielleicht nicht. Aber du wusstest, dass es eine solche Möglichkeit geben konnte. Okay, vielleicht hast du recht. Aber das bedeutet nicht, dass ich das Blut dieses Mädchens an meinen Händen haben möchte. Um ehrlich zu sein, würde ich eher dich als sie töten. Dann höre ich jetzt wohl besser auf, dich davon zu überzeugen, sie von der Klippe zu werfen. Das solltest du. Ich muss zugeben, dass ich seit der Explosion in England nicht mehr ruhig schlafen konnte.
Ich auch nicht, Kumpel. Darf ich dir eine Frage stellen? Was würdest du tun, wenn ich mich auf die Gondelstation zubewegen würde, mit der Absicht, der Organisation den Rücken zuzukehren? Vielleicht würde ich dir einen Tipp geben. Welchen? Bring dich nicht um. Der Gedanke ist mir schon durch den Kopf gegangen. Okay. Okay. Kommt ein Sturm auf oder was soll jetzt? Oder sind wir darin jetzt geschleppt worden wahrscheinlich? Das kann sein, ja. Ich dulde keine Störungen. Ja, Ma'am. Aufwachen, Prinzessin. Wie alle immer gleich aussehen. Also die unzähmbare Kate Archer. Ich hoffe, Armstrong war nicht zu grob zu Ihnen, meine Liebe. Ich weiß nicht, ob es sein schottisches Blut ist oder seine bäuerliche Herkunft. Aber ihm fehlt wirklich der gesellschaftliche Schliff. Oh, aber Sie sind selber Schottin, nicht wahr? Wie unsensibel von mir. Baroness Dumas, Sie sind ganz anders, als ich erwartete. Wirklich? Tut mir leid, wenn ich eine Enttäuschung bin. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Als ich mich mit Ihrem Mann traf, hatte ich nicht mehr viel von der Frau erwartet, die sich dafür entschied, ihn zu heiraten. Oh ja, mein Mann. Er ist ein Kind im Manne, ein ziemlich großer Mann. Ich muss immer mal wieder Mama spielen. Dann darf ich sein Geld so ausgeben, wie ich möchte. Und davon hat er wirklich mehr als genug. Aber genug von meiner Arbeit geredet. Reden wir über die Ihre. Ihre Arbeit? Aber ich dachte, Sie arbeiten für Harm. Harm arbeitet für mich, Herzchen. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht für ein kleines Waisenmädchen, das den Weg von der Prinzessin zur Bettelmarkt hinter sich hat. Man braucht schon viel Überzeugung, um eine solche Not zu überstehen. Oder eine Menge Hass. Wahrscheinlich von beiden ein bisschen. Ich hätte niemals Verständnis von jemandem wie Ihnen erwartet. Tja, vielleicht wissen Sie gar nicht so viel über mich, wie Sie denken. Ich weiß genug. Ein weiblicher Spion in einer Männerwelt? Da wird man sich ja hart im Nehmen. Die Tatsache, dass Sie eine solche Plage gewesen sind, sagt genug über Ihre Fähigkeiten aus. Die Tatsache, dass Sie jetzt meine Gefangene sind, bedeutet, dass Sie sich selbst überschätzt haben. Ein wenig. Ein kleines Mädchen, das glaubt, es könnte es mit der Welt aufnehmen. Unterscheidet sich das so sehr von einem kleinen Mädchen, das denkt, es könne die ganze Welt übernehmen? Wir haben halt beide Ambitionen. Schade nur, dass Ihre Ambitionen so unbedeutend sind. Glauben Sie das wirklich? Sie mögen große Dinge getan haben, aber schauen Sie sich an, was Sie anrichten. Sie revanchieren sich an Menschen, die Sie und Ihre Mutter nach der üblen Sache mit Ihrem Vater geächtet haben. Sie nennen es Rache, ich nenne es Großreine machen. Großreine machen? Richtig. Wann immer ich einen dieser arroganten Blaublüter auslösche, wird die Welt ein wenig sauberer. Für meine Begriffe sind die Dreck. Entschuldigen Sie, Baroness. Ich sagte, keine Störungen. Erschieß jemand diesen Mann. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, sie hielt mir gerade eine Moralpredigt. Als nächstes werden sie mir vermutlich erzählen, dass ich unmöglich damit durchkomme. Nicht solange ich involviert bin. Sie haben schon die richtige Einstellung. Aber leider werden Sie nicht mehr länger etwas damit zu tun haben. Es sei denn, Sie können von den Toten auferstehen. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht. Dank dieser dämlichen, inkompetenten Inge Wagner bleibt Ihnen noch Zeit, das nachzuholen. Meine Anweisungen lauteten, dass Sie eine 10-Stunden-Dosis bekommen sollten. Stattdessen gab Ihnen dieses Mondkalb eine 10-Tages-Dosis. Also bleiben Ihnen noch circa 45 Minuten zum Leben. Ich wurde infiziert? Im Club. Dieser Dartpfeil in meinem Nacken. Ja, und wenn dieses Fräulein Wagner nicht so dämlich gewesen wäre, wären Sie schon lange tot. Sie bekommen für Sie Zeit. Da
Das stimmt auch nur teilweise. Sie wissen wohl nicht, wie schwierig es ist, wirklich qualifizierte Kriminelle zu bekommen. Nur Trottel und Mutanten. Ich hoffe, Sie erwarten jetzt kein Mitleid. Nicht von jemanden wie Ihnen. Für Sie bin ich nur ein gewöhnlicher Verbrecher. Diese hübschen Augen sehen nur schwarz und weiß. Aber Schwester, die Welt ist grausamer als ich. Glauben Sie mir. Ich hätte auch lieber mein Puppenhaus und den Glauben an Feengeschichten behalten, als das durchlebt, was mir passierte. Aber ich hatte in dem Fall wirklich keine Wahl. Sie hatten die Wahl, aber Sie waren zu schwach, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie wissen gar nichts über mich, Kleines. Sie wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Diese hochnäsigen Bastarde hatten meine Mutter und mich schon fallen gelassen, bevor noch die Schlagzeilen in der Zeitung standen. Und jetzt zeige ich Ihnen mit Feuerregen und Zerstörung meine Dankbarkeit. Arme Felicity, die Welt hatte sie vergessen und nun zahlt sie es allen heim, nicht wahr? Ich habe Ihnen nicht gestattet, mich beim Vornamen zu nennen. Leider haben wir beide mehr gemeinsam, als mir lieb ist. Der Unterschied liegt aber darin, dass ich mein Pech nicht persönlich genommen habe. Jeder leidet, Baroness, aber nur feige Schwächlinge lassen das an anderen Menschen aus. Sie sind schon ein rechtschaffenes Flittchen. Vielleicht kommen Sie ja in den Himmel. Sie werden das schon bald herausfinden. Bringt mir Armstrong hier hoch. Ich möchte einen kompetenten Türwächter hier haben. Das ist nicht nett, sowas zu sagen. Ist das so? Wenn Sie ihn geschnappt haben, wollen Sie rausgehen und sich erschießen lassen? Da haben Sie wenigstens einen Grund, sich zu beschweren. Sieht so aus, als hättest du dich dieses Mal ganz schön in Schwierigkeiten gebracht, nicht wahr, Kleine? Wie wär's mit einem Kampf? Was redest du da? Ein Kampf, nur du und ich, Faust gegen Faust. Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Wenn ich gewinne, lässt du mich gehen. Und wenn ich gewinne? Ich bin dir doch schon ausgeliefert. Bist du jetzt ein Schwarzmann oder nicht? So verlockend das klingen mag, aber ich werde nicht meinen Ruf als Starkrimineller aufs Spiel setzen, nur weil mich ein kleines Mädchen herausfordert. Feigling. Versuchst wohl, mich zu provozieren.